Hallo und guten Tag. Wir begrüßen Sie zum 37. Internationalen Dokumentarfilmfest München. Wir freuen uns sehr, dass Sie zugeschaltet haben. Mein Name ist Ina Bohrmann und ich bin Teil des Sichtungsteams der Reihe Doc Deutsch. Und genau das ist die Reihe, in der der Film, über den wir jetzt gleich sprechen werden, läuft. Es ist ein Film von Thomas Fürhabte und mit dem Titel Zusammenleben. Der Film feierte seine Premiere auf der Diagonale in Graz und hat auch da schon den Preis für die beste Bildgestaltung gewonnen und läuft bei uns auf dem DocFest in der Deutschlandpremiere. Ich freue mich sehr, dass der Regisseur jetzt anwesend ist und ich mit ihm ein Gespräch führen darf. Hallo, Thomas Fürhabte. Hallo, vielen Dank. Danke für die schöne Anmoderation, danke für die Einleitung. Ich freue mich auch sehr, hier sein zu können. Also es freut uns sehr, dass wir deinen Film zeigen können. Wir finden, es ist ein großartiger Film. Es ist ja ein Film über Immigranten aus verschiedenen Ländern und Kulturen und du dokumentierst die Integrationskurse der Stadt Wien. Vielleicht gerade mal kurz zum Einstieg. Kannst du uns ein bisschen was über das System erzählen? Also die Stadt Wien hat diese Integrationskurse initiiert. Da gibt es dieses Kurzentrum. Kannst du ein bisschen was dazu erzählen, vielleicht zum faktischen Einstieg? Ja, also es gibt von der Stadt Wien diese Integrationskurse, die jetzt von der Stadt Wien nicht Integrationskurse genannt werden, sondern ich glaube Stadthilfe oder so. Sie sagen auch nicht Kurse, sie sagen Module, weil es ganz viele unterschiedliche solcher Veranstaltungen gibt, wo man sozusagen Informationen bekommt von Menschen, die schon früher mal nach Wien gekommen sind. Also das Konzept von diesen Kursen ist, dass Menschen, die schon länger in Wien leben, ihren Landsleuten sozusagen eine Art Einführung geben, aber in der Muttersprache, wie über die Kultur und das Leben in Wien. Das unterscheidet sich sozusagen von anderen Integrationskursen, wie man sie vielleicht kennt, wo das sozusagen nicht in der Muttersprache ist und wo sozusagen auch nicht der gleiche kulturelle Background ist von den Vortragenden und den Teilnehmenden. Diese Kurse, die sind nicht verpflichtend, also sind niederschwellig, man kann sozusagen dort hingehen. Und im Film habe ich jetzt absichtlich auch ganz unterschiedliche Kurse versammelt. Also einerseits sind es, wie sagt man, Zuwanderinnen und Zuwanderer, die sozusagen einfach, also allen gemeinsam ist, dass sie nach Wien kommen, um hier länger zu leben. Also jetzt keine sozusagen, nicht nur einen kurzen Aufenthalt, sondern alle haben sozusagen vor, zumindest über einen längeren Zeitraum hier zu leben. Aus ganz unterschiedlichen Gründen. Einerseits sozusagen, also Flucht vor Krieg oder was auch immer, aber auch, weil man sozusagen einfach aus, keine Ahnung, aus Familienzuzug, wenn man Dublin kennt oder sich aus beruflichen Gründen oder aus, wenn man sich irgendwie aus partnerschaftlichen Gründen oder so. Also das war das Konzept des Films. Im Film, also in den Orten, wo diese Kurse stattfinden, ist das ein bisschen geteilt, weil die Menschen, die aus Asyl- oder Fluchtgründen nach Wien kommen, sind sozusagen in einem Gebäude im 15. Bezirk, das ist das Chor, und die anderen sind in einem anderen Gebäude, das ist im 10., in der eine Volkshochschule im 10. Wiener Gemeindebezirk. Und dann gibt es noch einen anderen Ort, da sozusagen, wo die Deutschen sitzen, die waren früher auch im 10. Bezirk, haben sich da aber dann nicht so wohl gefühlt und sind dann sozusagen sitzen jetzt im 1. Bezirk, sind auch meistens Leute, die sozusagen ein Business aufmachen wollen oder so, und arbeiten sie eigentlich mit der Wiener Wirtschaftsagentur zusammen. Also sitzen wieder woanders. Und ein bisschen reingeschummelt habe ich irgendwie die Gehörlosen, die sitzen im 2. Bezirk. Also sind eigentlich 4 Locations, wo gedreht worden ist. Die Stadt Wien oder die MA15 bietet jetzt keine extra Kurse zum Beispiel für Gehörlose an. Das ist sozusagen ein bisschen ausgelagert. Das heißt Equalisend, das ist eine spezialisierte Einrichtung für Gehörlose, die auch solche Einführungskurse machen. Und das wollte ich halt auch sozusagen diesen Behinderungsaspekt oder die Ability wollte ich halt irgendwie in diesen
Film auch drinnen haben, weil in diesem ganz klassischen identitätspolitischen Diskurs geht es ja immer um Race, Class, Gender und das wird oft vergessen, aber ich habe eine besondere Affinität zu diesem Thema, weil ich aus unterschiedlichen Gründen und so weiter. Aber jetzt habe ich sehr lang geredet. Okay, die Kurse sind aber freiwillig, ne? Also das fand ich Genau, auch noch ja, die spannend. sind, die, ja, genau, die sind freiwillig. Es ist, glaube ich, irgendwo auch beschrieben, dass sie verpflichtet sind. Das stimmt nicht. Ich weiß nicht, wie das. Die sind freiwillig, man kann dort hinkommen, was für uns beim Drehen auch jetzt nicht so immer ganz einfach war, weil wir einfach überhaupt nicht gewusst haben, wie viele Leute kommen, wer kommt, die dann auch ein bisschen überrascht waren. Natürlich, dass da auf einmal Leute dastehen mit zwei Kameras und das jetzt aufgenommen werden soll. Wir haben sie in relativ kurzer Zeit den Film vorstellen müssen und das Vertrauen gewinnen müssen, weil wir natürlich sie vorher gefragt haben, filmen dürfen, ob sie einverstanden sind, gefilmt zu werden. Also ich habe mit zwei Kameras gefilmt, darauf will ich gleich noch zurückkommen, aber noch mal ganz kurz die Frage also es war für dich ja sicherlich ziemlich schnell klar, dass du nicht die Institution erzählen willst oder die verschiedenen Orte, sondern du stellst ja ganz, ganz klar die Menschen in den Mittelpunkt. Mich würde interessieren, wie dieses Konzept eigentlich ausgesehen hat, mit dem du gestartet bist. Wie hast du dich denn rangearbeitet an den Stoff? Also wir haben die Idee, ich versuche es kurz zu halten, aber trotzdem ein bisschen auszuholen. Also die Idee ist von der Judith Benedict, der Kamerafrau, entstanden, die für einen ihrer früheren Filme einen Chinesischkurs gedreht hat. Ich glaube, die Szene ist gar nicht in den Film vorgekommen. Und sie hat mir, während wir, also mit der Judith Benedict arbeite ich öfter zusammen, sie hat mir bei den Dreharbeiten vom letzten Film davon erzählt. Und sie hat mir, glaube ich, auch mit erzählt, dass es da noch andere Kurse gibt, also nur so nebenbei eigentlich. Und ich habe dann irgendwie, ich habe mir gedacht, okay, das sind Leute, die sozusagen, das war jetzt gar nicht so, der erste Gedanke war gar nicht so sehr, dass es da so um sozusagen Fluchtmigration geht, sondern dass es einfach unterschiedlich, dass es das überhaupt gibt, dass es Kurse für Menschen, die aus ganz unterschiedlichen Ländern, aus ganz unterschiedlichen Gründen nach Wien kommen, so eine Art Einführung gibt oder so. Also es ist nicht selbstverständlich, dass man sich in Wien irgendwie zurechtfindet. Das muss sozusagen irgendwie vermittelt werden. Das habe ich spannend gefunden. Und dann habe ich mir natürlich auch gedacht, okay, was erzählen die da eigentlich? Weil ich kann mir vorstellen, dass die auch ganz immer natürlich aus dem eigenen kulturellen Background erzählen. Und ich habe einfach die Frage spannend gefunden, was wird erzählt über eine Kultur, in der ich lebe und mit der ich mich auch zumindest teilweise sozusagen identifizieren kann. Also was wird auch ein Stück weit über mich hier erzählt, weil ich werde sozusagen auch als Wiener wahrgenommen und ich bin ja Wiener und so. Genau, das war der Ausgangspunkt und dann habe ich natürlich gefragt, ob das alles okay ist. Das war natürlich der große Knackpunkt, das Einverständnis der MA15. Und nachdem das klar war, dass die sozusagen grundsätzlich dabei sind, haben wir einen Probedreh gemacht. Ich glaube, das waren zwei Kurse, die wir einfach mal mitgedreht haben, um zu testen, wie wir mit der Kamera umgehen oder wie wir uns dort bewegen können, auch wie die Leute reagieren, wenn wir da sind. Und wir haben in diesen, ich glaube, insgesamt 4 Stunden verschiedene Sachen mit der Kamera ausprobiert, Handkamera, seitlich und so. Und wir sind halt dann drauf gekommen, dass es am besten ist, weil wir haben mit zwei Kameras drehen müssen, weil sozusagen das war so eine, die meisten waren sozusagen eine Art Schulsituation, vorne die Vortragende oder der Vortragende, die auf das Klassenzimmer schaut. Also die haben zwei unterschiedliche Blickrichtungen und damit man sozusagen die von vorne haben wir auch sozusagen gegenüberstehen müssen mit der Kamera. Und dadurch hat sich schon ein relativ enger Bildausschnitt ergeben. Also wir haben relativ nah sein müssen und diese Nähe, also dieses Porträthafte hat dann auch korrespondiert mit einer, das Porträt ist ja sozusagen auch eine Form, die Menschen eine Individualität gibt und es geht ja in dem Film darum, auch Menschen eine Individualität zu geben, die sonst oft nur als anonyme Masse sozusagen wahrgenommen wird. Und dieser praktische Aspekt und dieser sozusagen inhaltliche Aspekt hat sozusagen dann in diese filmische Form gemündet.
Und dieses streng formale Konzept ist auch das Tolle an diesem Film, weil man einfach so wahnsinnig lange auf in die Gesichter schauen kann und man schaut so unglaublich lange da rein. Du hast es ja extrem ausgereizt, ne? Diese Länge auch im Schnitt. Wie ist denn das entstanden? War dir das auch von Anfang an klar, dass du das auch so lange ausreizen werden wirst? Oder ist das so ein Schnittthema gewesen? Das war ein Schnittthema tatsächlich. Also wir haben, es war in der ersten, es hat sehr viele Schnittversionen gegeben und in den ersten Schnittversionen war es gar nicht so lang und ich wollte es aber lang haben, weil das ein Gesicht sind ja auch so sozusagen Bilder, auf die man sehr schnell reinkippen kann. Und ich, also für mein Empfinden ist es jetzt gar nicht zu lang oder so. Also ich finde es jetzt nicht. Nein, ich meine nicht, es ist zu lang. Es ist auch noch länger toll, dass es so lang ist. Ne? Ja, genau. Das hat sich dann im Schnitt, also wir haben schon so gedreht, dass wir immer relativ lange Einstellungen auch haben, dass wir sozusagen das Material haben. Aber die tatsächliche Länge hat sich dann wirklich erst im Schnitt ergeben und ist sozusagen im Schnittprozess auch länger geworden, weil ich den Eindruck gehabt habe, dass man das auch irgendwie braucht im Zusammenhang mit der Sprache, auch eine Ruhe sozusagen ein bisschen reinbringt. Weil wenn ich jetzt viele ich hätte jetzt irgendwie Handkamera und sehr viele Schnitte und dann hätte ich noch einen Text, wo man sozusagen einen untertitelten Text, weil ganz viele verschiedene Sprachen vorkommen, das wäre dann sozusagen zu viel gewesen, glaube ich. Und also die Entscheidung, dass du sehr, sehr viele Menschen reinnimmst, sehr viele Kulturen, die sind ja teilweise, also meistens auch nur einmal zu sehen. Ja. Das war auch eine Entscheidung davor oder im Schnitt? War das im Konzept schon vorhanden? Das war ein Konzept schon vorhanden eigentlich. Also das Konzept war, grob gesagt, eben nach diesem ersten Probedreh, der Film soll ausschauen wie eine Art Porträtreihe, wo im Idealfall niemand zweimal vorkommt. Ich glaube, es gibt ein paar Vorträge in der Chinesischkurs oder so. Ab und zu kommen die jetzt öfter vor, aber vom Grundkonzept her ist es eine sozusagen eine Reihe von, besteht der Film aus Porträts, unterbrochen von ein paar Totalen des Raums, damit man noch sozusagen den Raum in den Blick kriegt, wo diese Diskurse stattfinden. Du hast die zweite Kamera gemacht bei dem Dreh, dann gibt es sicherlich noch eine Tonperson, also ihr wart dann wahrscheinlich, wie viele Leute? Drei? Genau, wir waren zu dritt, wir haben das Minimum, was man sozusagen, was möglich war, damit wir auch so wenig aufdringlich wie möglich sind in diesen Kursen und dass wir halt, das haben wir also weniger hätte man nicht sein können, weil wir haben zwei Kameras gebraucht, Ton braucht man natürlich auch. Wir haben den Ton teilweise dann noch, Mikros von den Decken runtergehängt, weil wir nicht gewusst haben, genau wann wer sprechen wird und natürlich mit der Tonangel immer zu spät ist. Genau, das war. Du hast ja nicht immer alles verstanden. Also meine, bei der Gruppe Deutschen glaube ich schon, aber sonst ist es ja doch eher so, dass du im Raum standest und eigentlich nicht so viel verstanden hast. Wie habt ihr denn da gedreht? Ist das so eine intuitive Situation gewesen oder wie hast du denn gewusst, wann jetzt was Spannendes kommt? Na, das haben wir eben tatsächlich nicht gewusst und es war wirklich so, dass wir eigentlich nichts, also 90% von dem, was wir gedreht haben, nicht verstanden haben, weil das immer Sprachen waren, die halt sozusagen nicht verstanden haben. Aber wir haben sowieso, also so ein Kurs dauert zwischen eineinhalb und wahrscheinlich so längste 3 Stunden oder so. Und die haben wir sowieso mitgedreht, also die Kamera sozusagen durchlaufen lassen. Also wir haben jetzt nicht geschaut, es ist was Spannendes und dann die Kamera eingeschaltet, sondern wir lassen sie sowieso durchlaufen. Und meine Kamera war sozusagen immer auf die Vortragenden gerichtet. Das war entweder eine Person oder zwei Personen. Da muss ich mich halt entscheiden. Und die andere Kamera, die Judith, hat einfach irgendwie intuitiv auch reagieren müssen, wer spricht. Man hat natürlich auch die Stimmung schon mitbekommen in diesen Kursen. Ist es jetzt irgendwie was Ernstes? Ist es irgendwie was Lustiges? Und vielleicht war das sogar ein Vorteil, dass wir nichts verstanden haben, weil wir uns irgendwie ein bisschen mehr auf die Emotionen und auf die Stimmung konzentrieren haben können.
Ja, aber sozusagen von der Kameraarbeit war es einfach immer schauen, wer wird möglicherweise was sagen. Also wenn man schon was, oft ist es ja so, wenn jemand etwas sagt, dann gibt es eine kurze Antwort, dann ist es so ein kurzer Dialog oder so und dann kommt der andere dran. Aber das war nicht, ja, man muss halt irgendwie relativ schnell reagieren, damit, dass man dann halt auch drauf ist, wenn jemand was spricht. Natürlich, was natürlich nicht immer funktioniert. Und wenn du sagst, du hast deine Kamera zum Beispiel lief die ganze Zeit mit, da ist natürlich sehr viel Material entstanden. Wie sah denn das im Schneiderraum dann aus? Ihr musstet das Material ja verdichten. Also gibt es dann zwei Fragen. Wie viel Material hattest du? Das muss ja dann immens gewesen sein. Und die zweite Frage ist, wie seid ihr denn dann im Schneiderraum vorgegangen? Das waren ja unglaublich viele Sprachen. Hast du dann jemanden mitgenommen, der dir während des Schnittes immer übersetzt hat? Und wie habt ihr diese Übersetzung? Das ist ja eine unglaubliche Übersetzungsleistung dann auch, die da passiert ist. Ja, also wir haben gar nicht so, also für den Dokumentarfilm jetzt gar nicht so viel Material gehabt, weil ich schätze mal, dass es 60 Stunden waren. Wir haben ungefähr 30 Drehtage gehabt. Wir haben wahrscheinlich pro, manche kurze, also wenn man jetzt rechnet mit 2 Stunden, weil es waren relativ, sozusagen für einen Drehtag relativ kurz, weil ein Kurs sozusagen 2 Stunden gedauert hat. Also ich gehe mal davon aus, ich habe es jetzt nie wirklich nachgezählt, also dass es ungefähr 60 Stunden waren und wir haben wirklich alle Kurse übersetzt, von vorn bis hinten, also mit Untertitel, was ein ziemlich langer und ziemlich aufwendiger Prozess war, weil wir wirklich, es hätte keinen Sinn gehabt, glaube ich, schon bei der Materialsichtung muss man ja auch ungefähr wissen, wie wirkt das Material dann, wenn es sozusagen fertig ist und wenn ich mir das Material angeschaut und ihr hätte mir dann irgendwie simultan das übersetzt oder so, dann hätte ich das Material nicht, oder wir, Dieter Pichler hat den Großteil des Schnitts gemacht, dann hätten wir das Material nicht so gesehen und es glaube ich, wäre was ganz anderes gewesen. Deswegen haben wir versucht, zumindest das ganze Material deutsch zu untertiteln, was sehr lange gedauert hat. Genau, damit wir sozusagen relativ nah am Endmaterial sind, also so wie das Publikum den Film nachher sieht. Ja, Ich glaube, du stimmt. hast noch eine dritte Frage gestellt, oder? Ja, wie viel Material? Und die zweite Frage war, Also. wie das mit der Übersetzung, das hast du alles jetzt beantwortet. Ja, okay. Protagonisten, sind ja unglaublich starke Protagonisten und starke Szenen. Ist es denn so gewesen, dass alle mitgemacht haben oder gab es da einige, die dann irgendwie zur Seite sitzen mussten, weil die nicht im Bild sein wollten? Wie war das denn so im Raum? Es gab schon öfter ab und zu Menschen, die nicht mitmachen wollten. Also in der Regel war es so, dass wir am Anfang ich den Film kurz vorgestellt habe und wirklich alle gefragt haben, ob sie einverstanden sind, gefilmt zu werden. Ich habe dann noch ein bisschen Rückendeckung bekommen, meistens von den Kursleiterinnen und Kursleitern, weil die haben gewusst, dass wir kommen und mit denen war ich vorher sozusagen in Kontakt. Und die haben das natürlich auch gut gefunden. Und die haben mich dann oft auch ein bisschen in der Muttersprache sozusagen von den Teilnehmenden auch irgendwie unterstützt und dann vielleicht noch einmal irgendwie gesagt, dass das gut ist und dass das eine Zusammenarbeit mit der MA15 in Wien ist. Es hat aber trotzdem natürlich irgendwie ein paar gegeben, die dann nicht wollten und dann haben wir gebeten, dass sie auf die Seite, dass sie sich zur Seite setzen. Oder wir haben sie halt einfach so nicht gefilmt, je nachdem, wie viele Leute jetzt da waren, oder da haben wir dann sozusagen immer eine Lösung gefunden. Was Die mir bei dem natürlich Film nicht wollen. aufgefallen ist, auch, dass diese Kursleiter so unglaublich sympathische Menschen waren. Also, die machen das freiwillig dann auch und sind aus diesem Grund so, das sind ja auch so eine Lehrerfiguren im Grunde genommen. Das sieht ja manchmal eben auch anders aus. Also, das war einfach so, was mich total, das hat mich sehr überzeugt, dass die einfach so sympathisch waren. Ja, ich glaube, also so genau weiß ich nicht, aber teilweise haben die Arbeiten, die in der MA15, haben die dann auch noch irgendwie was anderes zu tun. Also machen nicht nur diese Kurse, sondern sind auch noch in anderen, sind sozusagen bei der MA15 irgendwie angestellt. Und ich glaube, andere werden sozusagen, die machen diese Kurse und kriegen dann eine kleine wie sagt man, Aufwandsentschädigung oder so.
Und mein Eindruck ist, ich meine, die ganze MA15 ist eigentlich, die sind alle sehr sympathisch, also sozusagen auch die im Film jetzt nicht zu sehen waren. Die MA15 ist die Magistratsabteilung für Diversität und Integration. Die waren auch irgendwie sofort beim Film dabei, also bei dem Projekt dabei. Und ja, ich glaube, die schauen schon sehr darauf, mit wem sie zusammenarbeiten, habe ich den Eindruck. Das ist toll. Die letzte Frage vielleicht noch. Wie hast du das Projekt denn finanziert bekommen? Du hast einen Produzenten, Ralf Wiese. Wie habt ihr denn zueinander gefunden? Wie einfach oder wie schwer war denn das, nachdem du das Konzept entwickelt hast, Verbündete zu finden? Verbündete zu finden, meinst du jetzt irgendwie eine Ja, Produktion zu finden? Produktionsfirma, Ja. Förderung, Also Kom die Förderung, also Ralf Wieser habe ich gekannt, ich glaube, er hat mich auch gekannt durch den letzten Film, den ich gemacht habe, mit einer anderen Produktionsfirma. Und wir sind dann ins Gespräch gekommen und ich kann mich jetzt, also ich habe ihm davon erzählt, er war, glaube ich, relativ. Es hat es nicht wahnsinnig viel Überzeugungsarbeit gebraucht, den Ralf davon zu überzeugen. Und wir haben dann, also den ersten Schritt in diesem ganzen Projekt, die Projektentwicklung habe ich noch selber finanziert. Also das ist in Österreich sozusagen möglich, dass man einfach als Filmschaffender so eine, kriegt man eine kleinere Summe, wo man sozusagen einmal den Vordreh und recherchieren kann und so. Und dann bin ich zu Ralf oder zum Mistschiff gegangen und wir haben das Projekt, da sind wir sozusagen die Finanzierung angegangen und als die eine Bedingung war natürlich, dass die MA15 dabei ist. Das war sozusagen der erste Schritt, einmal fragen, sind die, nein, das war eigentlich schon früher, das war eigentlich schon vor der Projektentwicklung. Auf alle Fälle, die Finanzierung, wenn ich mich richtig erinnere, ist es relativ glatt gegangen. Ja, es hat aber da trotzdem, ich meine, so Finanzierungen dauern immer ich glaube, ein Jahr oder so. Aber du, es Es waren dauert. sofort alle dabei, es war jetzt keine große Überzeugungsarbeit zu leisten, weil das ist ja auch toll, wenn man sowas mal hört. Ja, das war, ich meine, das war echt, das Problem ist, dass das alles schon so lange her ist. Ich kann nicht mehr richtig erinnern. Wir haben also in der ersten Hälfte 2019 gedreht. Die Finanzierung war wahrscheinlich 2018. Das ist ja schon, so lange muss man sich erst einmal zurückerinnern können. Aber ich kann mich erinnern, das ÖFI, das Österreichische Filminstitut, war, glaube ich, nicht dabei. Dann war sozusagen noch die kleinere Filmförderung, das BM Köst. Die waren dann relativ schnell dabei, Wiener Filmfonds. Und der ORF war dann auch dabei, ja. Ja. Dann ist es sozusagen, das war dann, glaube ich, wir haben dann. Und man wartet dann natürlich irgendwie die Zusage von der einen Förderstelle, bevor man bei der zweiten einreicht, damit man schon einen Okay hat. Und deswegen zieht sich alles irgendwie in die Länge. Und deswegen fängt man dann eigentlich erst relativ spät zu drehen an. Ja, aber es ist ein wunderbarer Film entstanden und wir hoffen, dass du noch weitere ganz viele Festivals damit hast und ins Kino kommen kannst. Gibt's irgend schon, hast du irgendwas geplant? Ist da irgendwas geplant, was man vielleicht noch Kinoauswertung oder so, was man noch erzählen könnte? Also wir sind in Österreich, also in Wien, in Kontakt mit einem Verleih, der den Film ins Programm nehmen will und auch wird. Es gibt wahrscheinlich nächstes Jahr, Anfang nächsten Jahres den Kinostart in Österreich. Und es würde mich natürlich auch freuen, wenn er vielleicht, weiß ich, vielleicht ein Verleih in Deutschland finden wird, der ein Interesse hat, in Deutschland ins Kino zu bringen. Okay. Thomas, dann wünschen wir dir ganz viel Erfolg mit der Auswertung und danke für den wunderbaren Film. Und danke an Ja. dich. Danke fürs Gespräch. Danke euch, danke an Doc München. Ich freue mich sehr, dass mein Film dort gezeigt wurde. Es war ein super schönes Festival. Ich war 2 Tage dort, fahre jetzt wieder hin morgen und freue mich schon sehr, was am Samstagabend passieren wird. Ja, okay. Gut, Okay. dann würde ich sagen, bis denne.